Willkommen zurück zu Runs Human ohne der neuen Season. So, jetzt passt mal auf. Wir fangen jetzt erstmal an, unsere Base so halbwegs zusammenzubauen. Jetzt lass mal gucken, wie viel Material haben wir denn drin. Und zwar, wir haben jetzt... Hey, das sieht alles ein bisschen anders aus, oder? Oder weil ich jetzt schon lange nicht mehr so gespielt habe, dass das immer noch gleich aussieht. Nur kommt mir das so anders vor. Ne? Kann auch sein. Muss ich euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich bin doch nur ein Gamer. So. Kupfererz nehmen wir auch ein bisschen mit, weil da kriegen wir auch ein bisschen Kies raus. Aber da haben wir jetzt erstmal, glaube ich, genug. Dann gehen wir jetzt mal kurz noch ans Holz. Und dann können wir uns wenigstens schon mal die Plattform dann setzen. Und dann können wir weitersehen. Ich mache da jetzt auch kein Dach drauf oder so, ne? Das wird jetzt einfach erstmal nur das Grundgerüst sein. Also nur die Platte unten drauf. Mehr nicht. Keine Möblierung, kein gar nichts. Einfach erstmal stupide irgendwas. Ja, und das ist halt schon wesentlich einfacher, wenn wir das jetzt mit dem Ding hier machen, ne? Wesentlich einfacher. Weil wir da einfach schneller an die Ressourcen kommen. So. Okay. Jetzt passt mal auf, ist das immer noch so? Müssen wir das immer noch in der Tasche drin haben? Also im Inventar unten oder geht das auch so? Jetzt passt mal auf, mach das nochmal raus da. Ne, es geht halt immer noch nicht so. Okay, das wollte ich wissen. Gut, dann müssen wir das nämlich hier anders legen. So. So. Und das kann hier bleiben. Die gehen nämlich dann dahin. Ich habe gedacht, das sind sie mittlerweile ein bisschen geändert. Aber wir haben jetzt auch schon über 2000 Holz, das ist okay. Gehen wir noch das noch. Dann haben wir jetzt auch über 2000 Stein. Reicht. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder oben. Und dann können wir jetzt erstmal unser Home Sweet Home so ein bisschen hinsetzen. Schnell, schnell, schnell. Hopp, hopp, hopp. Wir haben keine Zeit. Nein, Quatsch. Wir haben so viel Zeit. Ja. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, ob das jetzt hier auch alles ein bisschen besser ist, wenn wir mit dem Bauen. Ne? Also ob sie da ein bisschen was dran geändert haben. Nur ein bisschen. Muss nicht viel sein. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob wir hoch genug sind. Nein, sind wir nicht. Wir gehen von hier oben aus. Und dann auch ein bisschen höher. Er geht dann halt extrem hoch, ne? Okay, das ist übel. Ah, das ist halt schon eine riesige Brocke, ne? Da, so. Da müssen wir halt der Treppe hinsetzen. Ja. Super Giga. Verlegen. Hm. Pass mal auf. Verlegen. Ne, weil so ein bisschen tiefer bauen wäre gar nicht mal so verkehrt. Weil ich möchte nicht so hoch. Machen wir das mal so. Und dann snappen wir da dran. Müssen wir das aber einmal drehen. Natürlich hat das wieder nicht gemacht, ne? Ne, hat es wieder nicht gemacht. Das wird euch immer wieder blühen. Ja. Weil das macht mein innerer Monk nicht mit. So, jetzt. Oh, es bleibt sogar mal so, wie wir es gebaut haben. Nice. So, weil der Boden braucht eine Ausrichtung, fertig aus. Amen. Der muss in einer Richtung, muss der gut aussehen und dann ist gut. Und alles andere muss dann hin. Genau so. Genau. Perfekt. Das meine ich doch. So, Ausrichtung. Oh, es ist das wieder andersrum. Eieiei, also das, es tut mir leid, aber das, ich kann das sonst nicht. Das, ne. Das macht einfach, das ist, aber das hat was mit meinem Beruf zu tun. Ne?
Okay, interessant. Es ist halt so, wie man ein bisschen guckt, ne? Na, wenn das ja, dann so macht das dann auch. So. Jetzt haben wir da vorne viel zu viel Platz und so, ne? Aber das können wir ja alles nachher noch ändern, dann gegen später. Reicht jetzt erstmal, wenn wir auch nur die Grundfläche hier machen, ne? Das reicht vollkommen aus. Vom Bauen her. Weil am Anfang haben wir eh nicht so viel, das kommt eh erst alles später. So. Und immer schien dieses Geknattere, ne? So, wie sieht's aus? Okay, machen wir nochmal. So. Jetzt hätten wir noch drei Reihen, ne? Ach, wisst ihr was? Wenn wir es doch können. Dann machen wir es doch auch gleich. Was? Intelligente Unterstützung, war das hilfreich, was? Was für eine Unterstützung? Ich habe keine gesehen. Okay, hier wird es dann wieder hoch, ne? Sehr hoch. Okay, jetzt passt mal auf, jetzt machen wir das erstmal weg. Dann nehmen wir den da unten mit. Oben haben wir eh schon falsch gebaut, habe ich gerade gesehen. So. Scheint ein Muckeschiss. Hoppala. Ein Muckenschiss. Und das könnte schon wieder zu hoch sein da unten, ne? Wenn er das nicht machen will. Ja, das ist dann zu hoch. Okay, wir brauchen dann eine relativ gerade Fläche, sehe ich. Okay, interessant. Wirklich interessant, dass wir da eine relativ kleine, glatte Fläche brauchen. Ja gut, wir könnten eigentlich auch mit dem ganzen Ding noch ein bisschen runter. Z. Gucken wir, ob wir es schon können. Ah, dann macht er das. Naja, okay. Jetzt lassen wir das erstmal so. Mann, Giga. Halte ich nicht so lange darauf an. Müssen wir auch erst freischalten. Dann haben wir die Dinger hier. Steroid-Zykler. Steroid-Zykler, okay. Hier. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Wiege. Und dann geht's los. Schmelzofen brauchen wir als erstes. Die Montagebank brauchen wir als erstes. Wir haben noch genau zwei Punkte. Nachschub. Das brauchen wir nicht. Der Herd. Holzstützen. Da ist die Treppe dabei. So. Die machen wir jetzt als erstes. Ich weiß nicht, was ich hier noch drin habe, aber das ist jetzt auch egal. So. Das. Dann. Das erstmal hier wegmachen. So, das mit den Treppen bauen ist immer noch so bescheiden wie vorher. Kann ich auch nicht, weil ich keine Kupferbarren habe. So. Und dann gehen wir los. Einmal der Schmelzofen. Wir haben gelernt, wir brauchen zwei. Schön ist, dass er jetzt auch rastert. Ja, das ist gut. Finde ich nice. Kann man das auch viel besser gerade bauen. Also hätten sie doch ein bisschen was am Bausystem gemacht. Sehr schön. Die setzen wir hier noch hin. Und haben wir noch genug für die Demontagebank? Nein, wir brauchen Kupferbarren. Okay. Das heißt, wir haben jetzt erstmal unsere Grunddinger hier wieder. Na, wir können jetzt die einfache Spitzhacke machen und. Das passt aber. Brauchen wir ja so jetzt noch nicht. Okay. Dann haben wir jetzt hier Kohle. Die können wir gleich mal anhauen. Zweimal. Und den hier auch gleich zweimal. So. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, Ding haben wir noch nicht, ne? Lagersystem. Hm.
Metallschritt und so. Ja, da müssen wir dann auf die Jagd gehen. Müssen wir dann bald los. Okay. Nimm mal bitte deine Waffe, danke. Dieses Geknattere geht mir auf den Sack. Wir brauchen Kupferbarren. Ja gut, dafür haben wir jetzt die Kohle. Ist nur die Frage, können wir das schon herstellen? Ja, wir brauchen nur die Kohle. Okay, sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Kupfer noch holen. Ich merke aber auch, also meine Vermutung, wir verbrauchen mehr Essen und Trinken. So sieht das aus. Okay. Gut, gut, gut. Ja, müsste ich halt nochmal lesen, praktisch. Nochmal genauer lesen. Was jetzt... also nicht, was alles gemacht worden ist, das möchte ich gerne entdecken, das meine ich nicht damit. Ich meine eher damit, was sie so im Allgemeinen getan haben, ne? Das jetzt, was jetzt in dieser Season hier, vielleicht war das nur bei den Anfängern so, also beim Anfangsserver so, dass wir da nicht so viel Essen verbraucht haben, das habe ich auch gewusst. Hätten sie auch geschrieben. Müssen wir mal gucken. Na, vielleicht sehen wir das jetzt auch gleich nochmal, was hier genau sich verändert hat in dieser Season. Jetzt passt mal auf, machen wir mal ganz kurz. Wir gehen mal hier rein. Das war es jetzt nicht. Season-Ziele. Das brauchen wir auch nicht. Season-Hinweis. Das sind ja die einfach nur, was wir einfach mitnehmen dürfen, was wir verlieren. Eigenschaften. Hier, Season-Eigenschaften. Wir haben jetzt den Sprungfrosch dabei. Der ist neu. Sammelhoppel. Arbeitet im Tor und sammelt verschiedene Pflanzen. Ja, das ist ja geil. Das kann Nickel. Ich glaube aber, das war schon da. Die Schüssel ist neu. Gute Laune Schüssel. Grimm Knolle. die ist neu. Gott sei Dank, der Pyro gibt es auch noch. Eine putzige Miezekatze. Okay. Atomfeuerzeug. Also haben sie hier schon ein bisschen was geändert, ne? So, was haben wir denn noch? Season Tag. Super Anomalien gemessen haben. MPs und Präzision waren können kontern Super Anomalien, bla bla bla. Okay, da müsste man nochmal genauer hingucken. Kalibrierungsbaupläne. Da steht da irgendwas Französisches. Erhöhte Belohnung. Sternkronenbelohnung erreichen von Season-Zielen werden um 20% erholt. Menge an Reinigung. Kampfumgebung. Die Verschmutzungszonen in der Wildnis erstrecken sich über größere Gebiete und haben einen deutlich höheren Kontaminierung. Okay, sehr schön. Energie und Hydrierung gehen doppelt so schnell zur Neige und die Auswirkung von voller Energie und Hydrierung hält kürzer an. Also es ist doch das. Also war meine Vermutung richtig. Das heißt, wir müssen jetzt richtig survivalen. Survival. Okay, sehr schön. Wird es halt ein bisschen knackiger. Na, am Anfang haben ja immer alle viele geschimpft und sagen, ja, das ist voll einfach, Once Human ist viel zu einfach gehalten und alles. Aber wenn die jetzt der doppelte Verbrauch und alles und so, ne, das kann dann schon knackiger werden. Ich bin gespannt drauf. Ob das im Großen und Ganzen dann auch wirklich knackiger wird, das ganze Ding. Ich hoffe. Ne? Ich hoffe wirklich. Also, Kupfer. Wir brauchen sehr viel Kupfer. Können wir gleich mal machen. So, sehr schön. Okay. Das passt mal auf. Jetzt gehen wir nochmal hin. Aber hier haben sie nichts geändert, oder? Mhm. Schade. Bisschen anders da geschrieben und so, ne? Wir haben wieder 4 Punkte. Sehr schön. Ich könnte jetzt die Kupferspitzhappe machen und alles. Ja, das brauchen wir noch nicht. Weil so schnell sind wir nicht. Der Herd und Gerichte könnte jetzt auch interessant werden. Einfaches Lager. Was brauchen wir jetzt?
Und dann haben wir ja noch 2 Punkte. Dann nehmen wir den Herd mit. Definitiv. Und die Gerichte können wir nicht machen, weil wir keine Chiffren mehr haben. Können wir den hier noch machen? Die Wunschmaschine ist das. Ja, dann machen wir die jetzt noch. Komm. Gut. So. Dann haben wir wieder ein paar Season abgeschlossen. Dann kriegen wir wieder ein paar Punkte und so. Ne? Ihr kennt ja den ganzen Schwappass. So. Okay. Das heißt, wir gehen nochmal in die Anlage rein. Da haben wir hier unseren Herd. Da brauchen wir Kohle und Metallschrott. Gut, dass ich die ganze alle verbraucht habe jetzt. Lagertechnisch gesehen. Die große Kiste können wir nicht machen, weil wir die anderen Teile noch nicht haben. Deswegen machen wir erstmal die hier. Wir haben aber keinen Metallschrott. Und die, ja, gut, können wir auch noch nicht bauen. Okay. Eigentlich müssten wir jetzt losgehen. Wir können auch gleich hier in dieses Gebiet gehen. Ich markiere es schon mal. Da können wir dann schon mal hingehen und schon mal die ersten Sachen holen und Aufgaben erledigen, ne? Bevor wir dann da runter gehen. So. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Kupfer. Ich nehme schon mal ein bisschen raus. So, da sind wir nämlich auch schon wieder auf 4. Dann können wir gleich als nächstes gucken, was wir als nächstes machen. Weil es ist jetzt nämlich die Frage. Das alles hier wäre natürlich ganz geil und alles, aber das dauert noch so ein bisschen alles, ne? Die Ausrüstungswerkbank bräuchten wir jetzt mal. Dann nehmen wir auch die Munition hier gleich mit. Grundausrüstung nehmen wir mit. Dann haben wir auch wieder keine Chiffren mehr. Also, dass wir uns jetzt wenigstens selber schon mal ein bisschen hier, ne? Eiern können. Na, ihr wisst schon, was ich meine. So, also. Produktionslager können wir alles noch nicht machen, weil, ja, wir müssen auf den gehen, auf Jagd. Aber das ist nicht so schlimm. Das haben wir auch Fragmente bekommen. Das ist das, was wir schon freigeschaltet hatten. Ne? Deswegen kriegen wir das jetzt alles schon. Und das finde ich geil. Ohne, dass ich irgendwas abgespeichert habe oder so, das macht das Spiel von alleine. Finde ich gut. So, das passt mal auf. Das wollte ich mit euch auch nochmal gehen. Wir wollten mal gucken, was es so Neues gibt. Ob da überhaupt irgendwas Neues dabei ist. Also so sieht es aktuell nicht aus. Themenpaket. Also der Bär ist neu. Die Wiege, der Rucksack. Ja, der Rucksack ist jetzt neu. Hm. Der hier sieht gar nicht mal so schlecht aus. Haare. Haben wir hier was Neues? Wahrscheinlich nicht. Ganze Sets. Ja, das sind dann die, die wir gerade gesehen haben. Hm. Alles in der Skin. Die gab es davor auch schon. Also so viel haben sie nicht neu gemacht. Na? Was jetzt auch nicht so verkehrt ist. Ist ja alles in Ordnung. Man muss ja nicht immer alles neu machen und so, ne? So, dann haben wir uns jetzt noch was abgeholt. Events müssten wir mal kurz gucken. Können wir die hier schon mal mitnehmen? Das ist gar nicht mal so verkehrt. Die haben wir schon bereits abgeholt. Okay. Okay. Da fehlt uns ja auch immer noch was. Ah, guck mal hier. Das ist der neue. Oh, der sieht ja mal nice aus. Unfeuer. Aha. Beutekiste ansehen. Ach, jetzt habe ich mich erschreckt. Das war er. Okay. Geiles Bike. Geile Knarre. Das Outfit geht so. Okay, gut. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt war ich so vertieft drin, was wir hier so machen könnten und so, ne? Wiege haben wir nichts mehr. Ach so, ich wollte in die Dingpläne gehen. Mods sind... Mods wollte ich mal gucken nochmal. Ja, also ein paar da mitgenommen, ne? Die wir in der Vormod hatten und alles, ne? Die hat er alle mitgenommen. Sehr schön. Die wir alle davor entdeckt haben und so. Sehr schön. Gut. Baupläne. Hier sind sie. Ja, die hatte ich alle davor schon alle entdeckt. Und jetzt haben wir sie halt auch alle wieder. Das heißt, wir können sie jetzt auch wieder bauen. Das ist geil. Ne, auch die hier. Sehr schön. Rein theoretisch könnten wir uns sie jetzt dann auch wieder bauen. Bräuchten halt nur die Materialien dazu, ne? Und dann geht das wieder alles. Sehr schön. Finde ich gut, dass man das alles mitnehmen kann. Okay, Munition
Wie sieht's aus? Können wir noch nicht, weil wir dann Schießpulver und alles brauchen, ne? Wie viel Munition haben wir mit? Ich glaube, waren nur 40, ne? Ja, 31. Jetzt gucken wir mal. Da vorne liegt ja noch ein bisschen Salpeter rum. Dann nehmen wir das mal mit. Machen uns dann noch ein bisschen Muni. Und dann gehen wir mal los. Dann passt das. Holz müssen wir wieder mitnehmen, weil wir brauchen Kohle. Dann heißt das wieder für uns munter, munter looten. So. Bäm. Okay, war hier noch was in der Nähe? Nee, ne? Da vorne noch. Na gut, wir brauchen dann auch bald wieder Leder und alles. Weil wir müssen ja das Zeug zusammenbauen. Also rüstungstechnisch gesehen und so. Essen müssen wir uns dann auch machen. Weil wenn das wirklich alles so schnell weggeht, dann haben wir ein kleines Problem. Dann wird ganz wichtig sein, dass wir uns nichts verderbbares Zeug machen. Ne? Wird wichtig sein. Erstmal schön auf Rehkitzjagd. Hirschfleisch und Haut. Also die Haut wird jetzt wieder wichtig sein. Das mit dem Fleisch wird jetzt halt ein bisschen bitter werden, weil wir noch nichts großartig einkonservieren können und so. Müssen wir da mal schauen. Orangensaft wird wieder wichtig für uns. Ne? Weil das ist im Glas und alles und das verdirbt nicht. So, und dann bin ich auch mal gespannt, wie essentiell und wichtig wieder die Säure wird. Ich hoffe, dass sie da wieder ein bisschen was dran geändert haben. Gucken wir mal. Wird schon schief gehen alles hier. Würde ich doch mal sagen. Nehmen wir da vorne noch die zwei Schwefeldinger damit und dann können wir uns noch Muni machen. Oh je, im Chat, also jetzt müsst ihr mal ganz kurz unten links gucken. Sehr nice Antwort, schon wieder unglaublich, was einige von sich lassen, weil sie sich im Internet groß fühlen. Ach ja. Trotzdem möchte ich gerne den Chat ausblenden. Ne? Aber dann seht ihr das nämlich auch mal. Schon ein bisschen übel. Eieieiei. So. So, also. Okay. Das ist jetzt so erstmal fertig. Jetzt gucken wir mal, was wir für das Schießpulver brauchen. Brauchen wir Kohle und Säure. Wir machen doch keine Munition. Ne? So, dann haben wir das jetzt erstmal. Dann kann das jetzt erstmal produzieren. Ja, eigentlich müsste man jetzt Ding machen. Wir gehen aber da in den Nahkampf und alles. Ne? Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge, gehen wir los. Und zwar in dieses kleine Gebiet hier unten. Machen dann mal den ersten Anker und alles. Und dann gucken wir mal weiter, wie wir das jetzt hier alles vonstatten machen wollen. Ja, mein Gott, was war das jetzt für ein Auto da drüben? Na gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit Ö.